Gott, es ist extrem voll, das Mixer, gell? Ja, ich will das aufgebraucht Video von, lass mich mal kurz überlegen, Oktober machen. Katastrophe. Ja, von Oktober machen. Und fangen wir auch gleich mal an. Also allererst habe ich ein Trockenshampoo leer gemacht. Das kennt ihr ja eh nur auswendig. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel drüber reden. Das ist von Batista Sweetie. Ich habe jetzt aktuell eins von Balea, das ich verwende, was ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Aber dieses Sweetie, wisst ihr, das war mein absolutes Lieblingstrockenshampoo. Ich bin mir noch nicht sicher, was für einen Ersatz ich mir dann suche. Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil ich habe davon die Verpackung auch so sehr geliebt. Und das war das erste, was keinen Grauschleier hinterlassen hat in meinen Haaren, was sehr lange in meinen Haaren gehalten hat. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, welches ich mir dann nachkaufen werde. Ich muss erstmal dann einen Ersatz suchen. Ich habe zwei Masken aufgebraucht. Einmal die Shebens Mandeltraummaske, von der ich jetzt nicht so extrem begeistert bin. Ich habe noch ein paar Backups davon, aber sie ist okay. Ich habe mir auch ehrlich gesagt schon ewig keine Shebens mehr gekauft. Früher schon, weil ja die Limited Editions immer die besten waren, aber jetzt irgendwie nicht so. Und ich weiß nicht. Und die fand ich jetzt auch ganz ehrlich gesagt nicht so toll. Sie war okay, aber jetzt nicht der Oberburner. Dann von Aldo Vandini habe ich die Thermomaske aufgebraucht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die ja früher geliebt, weil die einen wärmenden Effekt hatte. Die sieht ja so aus. Der Duft ist widerlich, den habe ich früher immer ignoriert, aber jetzt funktioniert das mit dem Duft ignorieren nicht mehr so gut wie früher. Ich habe noch ein paar Backups, weil ich mir die ja gebunkert habe. Bin aber froh, dass ich nicht noch mehr davon erwischt habe, weil ich mag die ehrlich gesagt nicht mehr so. Nicht mehr so wie früher. Weil mich wahrscheinlich der Duft so extrem stört. Und ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass der wärmende Effekt wirklich da war. Bei der ersten Anwendung habe ich das gar nicht mitbekommen. Bei der zweiten dann okay ein bisschen. Aber irgendwie ist sie nicht mehr das, was sie mal war. Leider. Und ich habe noch ein paar Backups. Und ich werde die halt dann über den Winter aufbrauchen. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Aber es ist halt ein bisschen schade, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ein Duschgel leer gemacht. Ich weiß, es ist ein bisschen sommerlastig noch. Das ist dieses Aveo I Like Pina Colada. Ja, über Pina Colada lässt sich streiten, ob ich das noch mag oder nicht. Den Duft mag ich extrem gern von dem Duschgel. Aber es hätte halt viel, viel mehr im Sommer passt als jetzt in den Herbst. Und die Verpackung ist schon so kaputt gewesen, dass das irgendwie gar nicht mehr zugangen ist. Es war okay. Es gibt doch jetzt eine neue Variante von dem, was ich weiß. Also das, was ich da hatte, war ja so eine Limited Edition, steht auch ganz groß drauf. Und die fand ich mega cute von der Verpackung. Ich meine, das schaut ja extrem geil aus. Aber ich weiß nicht. Ich war auch ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr bei mir bei Müller Duschgels gucken. Sage ich euch ganz, ganz ehrlich. Wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Eben weil ich eben so viel Zeug habe. Aber das fand ich schon gut. Ich habe auch noch ein paar Backups, also brauche ich mir eigentlich die neue Variante eh nicht davon nachkaufen. Irgendwo habe ich das zweite, aber ich weiß nicht wo. Ich stelle es mal kurz ab. Ich will euch die in Kombi zeigen. Ich habe so viel leer gemacht, ich bin echt erstaunt, wie viel das wirklich ist. Da habe ich einmal Wattepads aufgebracht, was ja nicht so spektakulär ist. Dann habe ich hier ein Duschgel in der Hand. Das ist dieses Ice Bonbon Surprise. Fand ich nicht gut. Also das fand ich wirklich überhaupt nicht gut. Ich bin so froh, dass ich mir damals die Bodylotion nicht gekauft habe, aber die wollte ich mir eigentlich kaufen. In der Verpackung fand ich den Duft gut. Auf meiner Haut war es extrem widerlich. Extrem widerlich. Ich weiß nicht, woran es gelegen ist, aber nee, das war echt schlimm. Das war das mit diesen Eisbären drauf. In der Kombi mit meiner Haut war das mega, mega ätzend. Dann habe ich es als Badezusatz verwendet. Da war es auch so lala. Und dann habe ich es als Seife benutzt und das war okay. Aber ich habe noch ganz, ganz viele von diesen Trestle Moon Duschgelen. Und das fand ich war ein richtiger Griff ins Klo. Also das war das Erste, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Normalerweise habe ich das Problem nicht, aber Das ging mit meiner Haut überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran es gelegen ist. Vielleicht an diesem komischen, kühlenden Effekt, aber na, das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Das Melone ist ja mein Liebling und auch dieses Marshmallow, was ich auch noch habe. Aber das war extrem schrecklich und das gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Ich weiß, viele haben den, glaube ich, hinterher traut, aber ich fand das mega schrecklich. Wirklich schrecklich. Dann habe ich eine Ampulle aufgebracht von Cadea Vera.
Die sieht so aus, wenn man sie irgendwie erkennt. Das ist die Glow-Ampulle und die ist so geil. Wenn man sich danach schminkt, die Haut strahlt extrem und ich liebe diese Ampulle. Leider ist sie schon wieder limitiert, was mich mega ankotzt. Das geht mir extrem auf die Nerven. Aber ich fand die wirklich gut und ich habe, glaube ich, noch ein paar Backups von der. Kommen wir zuerst zu dem, bevor ich die Lippenstifte angehe. Ja, ich habe ein Lancaster-Produkt aufgebraucht. Das war ein Lichtschutzfaktor von 50 von der Serie Skin Therapy. Die gibt es aber nicht mehr. Ich fand den gut. Ich fand den wirklich gut. Den habe ich mir damals reduziert beim Tiki Max gekauft. Der war wirklich, wirklich gut. Und ich benutze jetzt lustigerweise einen Lichtschutz-Sonnenspray von Lancaster, damit ich das Ding auch leer kriege. Der ist auch fast leer. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, sprühe mir den drauf im Badezimmer und mache dann meine ganz normale Gesichtspflege, damit eben der Lichtschutzfaktor vorher oben drauf ist. Ja, damit ich das Ding einfach leer kriege. Und dann muss ich schauen, ich habe noch, glaube ich, andere Sonnencremen, die ich vielleicht drunter verwenden werde, dann als Lichtschutzfaktor. Weil die Vivi hat mir einen Lichtschutzfaktor von einer koreanischen Marke bestellt. Und bis ich den kriege, wird das sicher noch eine Weile brauchen, weil wir auch aktuell Lockdown haben und die Vivi halt ein bisschen weiter weg wohnt. Und ja, deswegen werde ich versuchen, ein paar andere noch aufzubrauchen. Ich wollte ja eigentlich mir den von Klaraus kaufen und habe mir den auch schon angeschaut, aber der ist mir zu teuer. Der ist mir wirklich zu teuer. Und deswegen werde ich mal meine anderen Sonnencremen versuchen aufzubrauchen, bevor ich mir irgendeinen einen anderen Lichtschutzfaktor kaufe. Im Sommer ist mir das auch ein bisschen wichtiger als im Winter, sage ich euch ganz ehrlich. Der 50er war mega, aber ich finde sowas, im Winter benutze ich sowas auch. Ich habe jetzt nämlich aktuell einen Primer von Maybelline, der einen Lichtschutzfaktor hat. Den finde ich auch gut, den würde ich mir auch sicher wieder nachkaufen, wenn ich nicht so viele Primer hätte. Aber den benutze ich dann im Winter, wenn ich den Spray aufgebraucht habe von Lancaster. Aber Lichtschutzfaktor finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ja, ganz schnell meine Reinigungstücher von Action Mark habe ich auch wieder aufgebraucht. Was bist du? Ja, Wattepads groß habe ich wieder aufgebraucht. Ja, das war's. Ja, der Rest ist wieder interessant. Dann habe ich von Charlotte Tilbury Lippenstiftproben mal von der Vivi bekommen. Und da habe ich mich extrem gefreut, weil ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Das Einzige, was ich hatte, die drei hier, also der Pitch Perfect, der Penelope Pink und der Stoned Rose, haben mir überhaupt nicht gepasst. Die waren so schrecklich von der Farbe her, dass es wirklich schon abartig war. Aber der Kim KW, glaube ich, heißt so, der da, den werde ich mir auch aufheben, den nehme ich da runter, wenn ich es dann weghaue. Den finde ich nämlich wunderschön. Ich habe auch jetzt auch wieder von Charlotte Tilbury einen oben, weil ich diese Proben einfach aufbrauchen will. Ich habe jetzt aktuell den da oben, falls jetzt Fragen kommen, was für ein Rot ich oben habe. Red Carpet Red heißt der. Und der ist sowas von schön. Also der trocknet aber ein bisschen die Lippen aus, habe ich das Gefühl. Aber er färbt doch nicht so extrem ab. Ein bisschen, aber nicht so extrem. Und deswegen finde ich die gar nicht schlecht. Und den roten finde ich so, so wunderschön. Den habe ich auch, wie gesagt, aktuell oben. Und ich finde den so wunderschön. Mir wird das Herz bluten, wenn ich ihn heute abschmink. Aber der ist so schön. Ich müsste meine Freundinnen fragen, ob die eine Möglichkeit haben, dort zu bestellen. Weil ich will den irgendwie haben. Also der Kim W, KW oder wie immer man den auch aussprechen mag, den da. Der hat es mir sowas von anderen. Das war so ein wunderschönes Nude, das war echt unpackbar. Und der rote jetzt heute ist auch wunderschön. Und deswegen überlege ich, ob ich mir die vielleicht kaufe. Aber mal schauen. Ich bin froh, wenn ich die Proben mal leer habe. Welche mich noch interessieren, sind ja der Pillow Talk und der Bond Girl. Der interessiert mich ja auch extrem. Werdet ihr dann wahrscheinlich in den nächsten Videos dann sehen, weil ich die unbedingt aufbrauchen will. Und ich habe halt die Chance nur, wenn ich ein Video drehe. Weil so trage ich keinen Lippenstift mehr fast. Ja, dann habe ich eine Probe aufgebracht von einer Reinigung von einer koreanischen Marke. Super Aqua heißt das. Ja, war okay. Ich habe aber so viele Reinigungsprodukte, ich brauche mir ewig nichts mehr kaufen. Deswegen, es war gut, aber ich werde mir keine mehr kaufen. Ich habe genug Zeug, wirklich. Dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht, die Juicy Mask heißt, in Honig. Die habe ich mir auch damals vom Tiki Max gekauft, da fand ich die Verpackung ja auch damals so geil. Die schaut so schön aus, die Verpackung. Ich habe noch andere auch noch von der, glaube ich, zu Hause, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die Verpackung. Ich weiß, ich bin ein richtiges Verpackungsopfer. Und der Duft war auch extrem gut. Aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht so lange
Oder meine Haut hat das einfach aufgefressen, die Feuchtigkeit, ich weiß es nicht. Aber ich habe die relativ schnell runternehmen müssen, weil die nicht so lang gehalten hat. Aber ich liebe Duftmasken, das wisst ihr ja eh. Dann, die haben wir von der Arbeit bekommen, von dem neuen Valentino-Duft, wo Lady Gaga das Testimonial ist. Der neue Valentino, wie heißt denn der eigentlich? Voce Viva heißt der, genau. So sieht er aus. Und ich muss sagen, ich finde die Flasche ist ja generell auch sehr, sehr geil. Und ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Aber ich finde den wirklich nicht schlecht, aber ich werde ihn mir nicht kaufen. Ich habe eh genug Zeug daheim. Und ich muss wirklich mal meine Sammlung ein bisschen minimieren. Wirklich ein bisschen. Aber er war nicht schlecht. Also er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber ich habe zu viel. Ich muss das erstmal alles aufbrauchen. Dann habe ich meine Cadea Vera Reinigungstücher aufgebraucht. Die Ananas. Ich habe mich schon ein bisschen angefreundet mit denen. Ich finde einfach die Verpackung mega geil und der Duft ist extrem gut. Und mich erinnern die von Cadea Vera irgendwie ein bisschen an die damals, die es immer von Rival de Loop gab, oder? Findet sie nicht? Also die hatten ja auch immer so geile Geruchsrichtungen und ich finde, die erinnern mich ein bisschen dran. Und die Ananas finde ich extrem gut. Also die werde ich mir, solange es sie gibt, werde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich die wirklich nicht schlecht finde. Ich habe echt viel Zeug leer. Ich habe die Maske aufgebraucht, die Banane-Maske von Cadea Vera, die ihr im Haul-Video erst vor kurzem gesehen habt. Ich liebe die. Ich liebe, 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 liebe diese Maske und ich hoffe, die bleibt ein bisschen länger im Sortiment als die anderen allen, weil die fand ich so, also die Verpackung. Schaut euch mal die Banane an. Und ihr wisst ja, Banane ist eine meiner Lieblingsgeruchsrichtungen von Produkten, die haben könnten. Das hat keinen Sinn ergeben, der Satz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das Problem ist, dass es halt nie Sachen mit Bananenduft gibt. Und deswegen, ja, ich hoffe, die bleibt ein bisschen länger im Sortiment. Jo. mir fliegt alles aus der Hand. Ich habe noch eine Ampulle aufgebraucht von Cadea Vera. Die Hyaluron Booster Ampulle ist das. Die fand ich auch sehr gut. Die fand ich auch wirklich, wirklich sehr gut. Also die Ampullen von Cadea Vera wisst ihr ja eh auswendig, die kaufe ich mir eh immer wieder nach. Dann habe ich ein Make-up aufgebraucht, dem ich ein bisschen hinterher traue, das war eine Probe, von Astor, wo ich auch den Primer im letzten aufgebraucht Video verbraucht hatte. Das war die Farbe 200 Nude und die Farbe hat sogar mir gepasst und ich fand das Make-up gar nicht so schlecht. Das Problem ist, das Make-up gibt es nicht mehr. Ich hätte es mir nämlich gekauft, wenn es das noch gegeben hätte, aber Astor gibt es ja nicht mehr. Dann habe ich zwei Desinfektionsgel aufgebraucht. Was soll ich sagen? Ihr wisst die Situation, ich brauche euch das ja nicht erklären. Das hatte ich in der Arbeit, das war von Primark eines, das war dieses Raspberry Ripple. So sieht das aus. Die Arbeitskolleginnen haben das auch verwendet. Ich habe das nämlich eine Zeit lang nur bei der Kasse gehabt, weil ich es halt immer gebraucht habe und ich keine Taschen hatte zur Zeit, weil wir haben eigentlich immer so ein schwarzes Taschel auf der Seite. Das hatte ich aber monatelang nicht und ja, deswegen hatte ich das dann in meinem Blazer, weil ich habe einen anderen Blazer jetzt an, der was ein bisschen länger ist und für den Winter geeignet ist. Er hat auch Taschen, Gott sei Dank. Mein Sommerblazer hatte keine Taschen und deswegen hatte ich das bei der Kasse stehen und die Kolleginnen haben das alle mitverwendet und das ging so, so schnell leer. Aber ja, egal. Besser ist, wir desinfizieren regelmäßig unsere Hände, als es ist irgendwas. Und alle haben mich immer voll gejammert. Boah, das riecht immer so gut. Woher hast du das? Wir haben sogar Kunden gezeigt, weil das so gut gerochen hat. Das war, wie gesagt, dieses Raspberry Ripple. Und ja, ich war schon ewig leider nicht mehr beim Primark, weil ich fand die immer schon gut, die Handdesinfektionsgel von Primark. Aber ja, ich komme leider nicht dorthin. Dann habe ich eins von Bath & Body Works aufgebraucht. Dieses Black Cherry Mallot. Und ich traue dem so hinterher. Ich habe das auch in Budapest mitgehabt. Und jedes Mal, wenn ich das dann in Wien verwendet habe, hat mich das so an Budapest erinnert. Ach, ich liebe den Duft. Ich bin so traurig, dass das leer ist. Ich werde da nie wieder dran kommen. Ich weine. Ich fand das so, so gut. Ich wollte das eigentlich auch aufheben, aber ich kriege das nicht auf. Ich wollte die Verpackung schon alleine. Ich meine, ich habe es euch gar nicht gezeigt. So sieht's aus. Ich habe auch, glaube ich, jetzt noch 2 oder 3 habe ich, glaube ich, noch von Bath & Body Works, weil mir das damals eine damalige Freundin mitgenommen hat. Und ich habe das Sorry I'm Latte, das verwende ich gerade. Das ist auch geil. Und noch irgendeins habe ich. Und ich glaube, ich habe noch ein rotes. Ich glaube, 3 sind es noch, was ich habe. Eins habe ich jetzt noch in Verwendung, das ist ja leider leer. Und ich glaube, ich habe noch 2 Backups. Ja. Ich hoffe, dass
ich irgendwann einmal an diese Dinger drankomme, weil das war so gut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich traue dem extrem hinterher, dass es leer ist, wirklich. Dann habe ich aufgebraucht ein Duschgel, damit knall ich mir gleich eine, ein Zuckerschnuten-Duschgel. Weil viele haben ja diskutiert, ob dieses neue Limited Edition genauso gerochen hat. Und ich habe mir dann gedacht, okay, du hast 100.000 Backups von dem Zuckerschnute, benutze nochmal eines. Ja, ich liebe es noch immer. Ich bin mit dem auch extrem lange ausgekommen. Da waren 250 Milliliter drinnen. Ich habe noch ein paar Backups, sogar mehr als genug. Und ich liebe es noch immer. Zuckerschnute ist noch immer mein absolutes Lieblingsduschgel. Schade, dass das limitiert ist und dass es nicht fix im Sortiment gibt. Wirklich schade. Dann habe ich noch aufgebraucht einen Conditioner von Lush. Sieht so aus, dieser Veganese Conditioner. Den fand ich aber ehrlich gesagt nicht so gut. Mir hat der Duft auch nicht so gut gefallen. Da gibt es einen anderen, den fand ich besser, aber den würde ich mir ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Das war eine Probe, die hatte ich mal von der Tanja bekommen, weil sie gesagt hat, ich soll mal die Lush Haarpflegeprodukte probieren. Ein paar Sachen haben mir auch gefallen, aber nicht alle. Zum Beispiel der Veganese-Ding, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Der war nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. So, was haben wir dann noch alles? Ich habe eine Probe aufgebraucht von dem Clarins Double Serum, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Das sieht so aus. Ich glaube, ihr kennt das alle. Ich hatte das doch mal vor Jahren einmal in groß. Ich habe auch Gott sei Dank das noch in groß. Ich liebe dieses Serum von Clarins. Also die Serum mag ich viel, viel lieber von Clarins als von Biotherm. Ihr wisst ja, Biotherm und Clarins sind meine beiden Lieblingsmarken. Und wenn ich das so vergleichen müsste, würde ich eher Clarins Serum nachkaufen als Biotherm. Weil von dem Biotherm Serum bin ich exakt nicht so begeistert wie von dem Clarins Serum. Finde ich jetzt. Und ich habe auch einen guten Tipp gehört, dass man das angeblich auch ins Make-up mischen kann. Habe ich bis jetzt noch nicht probiert, aber ich habe ja das Originalprodukt Gott sei Dank daheim und deswegen werde ich das irgendwann einmal, wenn ich dazu komme, werde ich das auf jeden Fall probieren, weil ich liebe dieses Double Serum. Dann habe ich wieder den Primer hier aufgebraucht, den, was ihr eh auch im letzten aufgebraucht Video gesehen habt. Habe ich euch eh auch erklärt. Es lässt sich halt sehr, sehr schwer auftragen wegen dem hohen Lichtschutzfaktor und ich habe genug Primer, deswegen brauche ich mir keinen mehr kaufen. Bin froh, wenn ich was leer kriege. Dann habe ich die Balea-Maske aufgebraucht, die White Chocolate, derer traue ich auch extrem hinterher. Ich habe mir noch ein paar Backups gekauft, aber ich finde ein bisschen zu wenig. Aber die liebe ich extrem. Ich finde, diese White Chocolate-Sachen waren mega und ich hoffe, die bringen das mal wieder raus. Dann habe ich noch eine Tuchmaske aufgebraucht und die war extrem gut. Ich weiß, dass ich die von der Tanja geschenkt bekommen habe, weil da war sie irgendwann einmal im Urlaub irgendwo und hat mir ein paar von den Tuchmasken mitgebracht und das war eine davon und die war mega geil. Die war so gut. Die Haut war so schön danach. So prall aufgepolstert, mit Feuchtigkeit. Die war so gut, die Maske. Und leider weiß ich nicht, wo sie die her hat. Ich weiß jetzt nicht, wo sie die her hat. Wenn sie das Video vielleicht sieht, kann sie vielleicht mir erzählen, wo sie die her hat. Aber die war sowas von gut und die hat auch so gut gerochen. Und leider, ja, komme ich da nicht dran. Dann habe ich eine Seife leer gemacht von Aveo, die Olive und Shea Butter. Ich muss leider zugeben, dass ich von den Seifen in letzter Zeit von Aveo sehr enttäuscht bin. Ihr wisst ja, ich mochte die eigentlich immer am liebsten. Aber in letzter Zeit gefällt mir einfach eigentlich keine, die ich jetzt irgendwie so unbedingt nachkaufen wollen würde. Und die war jetzt auch nicht so ein Nachkaufkandidat. Sie war okay, aber jetzt nicht so dermaßen berauschend, dass ich sie mir jetzt unbedingt wieder nachkaufen würde. Dann habe ich noch ein paar Proben. Einmal ein Konzentrat von irgendeiner komischen koreanischen Marke wieder, glaube ich. Ja, so sieht das aus. Da habe ich noch viele Backups und ich mag die Konsistenz von dem voll gerne, weil das ein bisschen reichhaltiger ist. Deswegen verwende ich es jetzt so im Herbst, Winter, weil die Konsistenz von dem mega geil ist. Ich liebe das Ding einfach. Ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das Ding kostet. Da müsste ich mal die Vivi fragen, ob sie mir das nachschauen kann, weil ich kriege ja immer die koreanischen Proben von der Vivi. Und das fand ich wirklich nicht schlecht. Ich habe noch ein paar andere Proben also und ich habe eh genug Zeug. Also nachkaufen dürfte ich mir eh eigentlich gar nichts, deswegen Gedanken wieder verwerfen. Dann habe ich zwei Estee Lauder Produkte und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, meine Haare machen schon wieder das, was sie nicht sollen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das hier fand ich mega schrecklich. Vom Duft her. Entweder ist, ich glaube nicht, dass es gekippt ist. Aber ich fand den Duft irgendwie nicht gut. Und es schwärmen ja so viele von dem. Aber ich fand von dem, das ist dieses ganz, ganz klassische Night Repair, Advanced Night Repair, wo voll viele davon schwärmen. Eine Freundin von mir habe ich das auch einmal geschenkt, weil die war bei mir bei Müller einkaufen und ich habe ihr das kleine Set geschenkt und dann war das dabei. Und sie war mega begeistert von dem, aber ich fand das nicht so gut irgendwie. Ich weiß nicht. Ich war froh, dass das Ding leer ist. Also, hat so ausgeschaut. Es war ja auch süß, die kleine Probe, aber ich
fand es ehrlich gesagt nicht so gut. Dann habe ich noch eine andere Variante gehabt, weil das ist neu rausgekommen. Das habe ich auch von der Vivi bekommen, die Probe. Jetzt gibt es auch ein Konzentrat davon. Ein intensives Konzentrat gibt es von dem. Das sieht so aus. Das fand ich wiederum besser. Also das hat mir besser gefallen als das andere. Ich weiß nicht, woran es gelegen ist, aber das Konzentrat fand ich besser als das klassische Night Repair. Aber ich würde es mir ehrlich gesagt nicht kaufen. Estee Lauder ist mir viel, viel, viel zu teuer. Wirklich viel zu teuer. Deswegen, nein, würde ich mir nicht kaufen. Nein, nein, nein. Bisschen was haben wir noch. Ich habe schon wieder sehr viele Proben gefunden, die ihr eh auch auswendig kennt. Ich habe nochmal diese BB-Cream aufgebraucht von Yves Rocher. Wisst ihr eh, dass ich die mag. Einmal ein Make-up von Yves Rocher. Ich glaube, das musste ich mischen, weil mir das zu dunkel war. Und ich hatte mal damals ein Make-up von Yves Rocher und fand das eigentlich nicht schlecht. Aber ich würde es mir jetzt ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Ich habe eh so viel Zeug. Dann nochmal dieselbe Probe, die ich euch vorher gezeigt habe. Habe ich nochmal aufgebraucht, was ich ja nicht so schlecht finde, das Produkt. Dann habe ich ein Yves Rocher Duschgel aufgebraucht. Und zwar das Orange Duschgel. Was ich ja auch extrem liebe, was aber leider nicht mehr im Sortiment gibt. Leider. Und ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Und das gibt es nicht mehr. Das kotzt mich an. Das kotzt mich wirklich an. Ich finde das echt doof, dass die das aus dem Sortiment genommen haben. Weil das war eins der allerbesten Duschgele, die es bei Yves Rocher gab. Ja. Habe ich leer gemacht, kann ich mir aber leider nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht, das habe ich zwecksentfremdet als Körperpeeling. Es wäre ein Handpeeling gewesen, aber ich habe es als Handpeeling überhaupt nicht verwendet und deswegen habe ich es als Körperpeeling zwecksentfremdet. Das war dieses Honig-Peeling. Ja, das, da gab es ja drei Sachen. Genau, das Lippenpeeling habe ich noch, das Körperpeeling und das Handpeeling. Und das Körperpeeling fand ich gut, das Lippenpeeling finde ich auch gut, ich sollte es nur öfter mal verwenden. Und das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Das Handpeeling. Ich meine, ich habe es ja auch für den Körperzweck entfremdet, aber das fand ich ehrlich gesagt nicht gut. Aber das war in der Limited Edition, also. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist mein Oliveda Molke Bad. Das mag ich extrem gerne. Ich habe es, glaube ich, jetzt, habe ich das schon als Backup jetzt im Badezimmer stehen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich liebe das. Seit ich das verwende, hat das wirklich aufgehört, dass meine Haut so extrem juckt und deswegen würde ich mir das immer wieder nachkaufen. Ich finde das wirklich, wirklich gut. Muss man aufpassen, weil das so ein schweres Glas ist. Dann habe ich einen Duschschaum aufgebraucht. Ich weiß, der ist auch sehr sommerlastig, aber ich wollte das Ding einfach aufbrauchen. Ich mochte den aber sehr, sehr gern, weil der hat so ein wirklich angenehmes Hautgefühl hinterlassen. So ein seidiges, weiches Hautgefühl. Und ich liebe den Duft davon. Ich habe noch ein paar Backups. Und jetzt gerade aktuell habe ich einen anderen Duschschaum in Verwendung von Marbert, den ich ja auch extrem liebe. Aber der war richtig, richtig geil. Und den gibt es leider nicht mehr. Der war dann nämlich limitiert. Und da habe ich mir damals ein paar Backups mit den Kolleginnen gebunkert. Und ja, den gibt es leider nicht mehr. Der war nämlich wirklich gut. Aber ich bin froh, dass ich jetzt was Winterlicheres verwenden kann. Weil das hat sehr, sehr, sehr nach Sommer gerochen. Ich habe noch immer so ein paar Duschgel, die eher nach Sommer riechen, statt Winter, Herbst, Winter. Und das stört mich ein bisschen. Dann habe ich einen Eyeliner leer gemacht von Douglas. Und der hat extrem lang gehalten. Den habe ich damals von meiner Ex-Schwiegermutter bekommen, weil da habe ich auch einen MAC-Lippenstift dazu gekriegt und den Eyeliner. Und der war wirklich gut. Der hat so lange gehalten, was ich mir niemals gedacht hätte, weil er hat so eine Filzspitze gehabt, wenn ihr das seht. Und der hat wirklich sehr lange für ein Filzding, hat der extrem lange gehalten. Den habe ich wirklich sehr lange verwendet. Wenn es den noch geben würde, würde ich mir den sogar nachkaufen. Aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Weil ich glaube, die haben ja diese Marke nicht mehr, oder? Diese Eigenmarke von Douglas. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich werde den aufheben und mal nachfragen. Aber der war wirklich nicht schlecht. Ich benutze jetzt den von Makeup Factory. Den finde ich auch gut. Aber ich weiß nicht, den finde ich eine Spur besser. Obwohl der von Makeup Factory ist auch gut. Den habe ich jetzt gerade aktuell drauf. Den finde ich auch gut. Ich komme nämlich mit so Flüssiglinern nicht klar. Deswegen brauche ich solche Stiftformen. Weil mit Flüssiglinern komme ich irgendwie nicht zurecht. Dann habe ich leer gemacht meine Elisabeth Arden Kapseln und da habe ich extrem lang gebraucht und ich habe die eigentlich nur leer gekriegt, weil ich die für die, also das war so hat das ausgeschaut, da waren die für die Augen drin, da waren die fürs Gesicht drinnen und die habe ich jetzt leer und ich fand die wirklich, wirklich gut, ich habe die extrem geliebt. Ich habe Gott sei Dank noch Backups, ich habe ja die normalen in einer großen noch, dann habe ich die normalen in so einer kleinen Verpackung, die habe ich damals von der Tanja bekommen, weil sie sich die gekauft hat und die hat, die haben die nicht gefallen. Deswegen hat sie mir geschenkt. Und dann habe ich noch die für die Augen. Die habe ich auch noch in einzeln. Also ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Weil ihr wisst ja, ich liebe die Elisabeth Arden Kapseln.
ihr wisst das, glaube ich. Generell liebe ich Elisabeth Arden und deswegen bin ich froh und auch ein bisschen traurig, aber ich bin froh, dass ich sie aufgebraucht habe, weil ich hatte die echt schon lange in Verwendung. Wirklich schon sehr, sehr lange. Ja, dann habe ich ein Shampoo und ein Conditioner aufgebraucht, was ich so lange verwendet habe, was jetzt eigentlich zu der jetzigen Jahreszeit passen würde, weil das war das Vanilla and Chai Spice von Organics, heißt es, glaube ich. Das war so anstrengend, das zu verwenden. Das hat so lange gehalten, das war so extrem ergiebig. Und ich habe dazwischen ja noch andere auch noch verwendet, damit ich auch andere Sachen leer bekomme. Und ich verwende dazwischen ja auch noch mein reinigendes von Swiss Opal, was ich auch hin und wieder zwischendurch verwende. Und ich habe noch das von Macadamia in Verwendung, was ich auch dazwischen noch verwendet habe. Und deswegen haben die zwei so lange gehalten. Unpackbar. Ich habe sogar schneller den Conditioner, glaube ich, leer gekriegt, als das Shampoo, wenn ich mich nicht irre. Ja, war wirklich so. Ich habe das Shampoo noch weiterhin verwenden können. Habe aber noch einen anderen Conditioner von der Marke. Das war einer von... Oh Gott, wie heißt denn die Serie jetzt? Die grüne Verpackung. Die hatte ich vor Jahren mal und da habe ich meiner Mama auch eins gekauft, weil das hat so gerochen wie das After Eight. Und deswegen habe ich es damals meiner Mama auch geschenkt und das, was meine Mama noch hatte, das habe jetzt ich in Verwendung. Und ja... Ich fand das gut, aber mir ist nach einer Zeit so der Duft auf den Sack gegangen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war extrem geil, es hat so wie ein Vanille-Spice-Latte, hat der gerochen, so wie ein Kaffee, also war richtig, richtig geil. Das war noch so eine Limited Edition-Reihe, wie ihr sehen könnt, aber ich finde halt, dass es jetzt zu der Jahreszeit besser gepasst hat als im Sommer. Ich habe das halt letztes Jahr im Winter angefangen, ich glaube, mit dem habe ich ein Jahr gebraucht, glaube ich. Dass ich das leer gemacht habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Jahr? Also ein Jahr ist extrem heftig. Ich zeige euch das nochmal von nah. So hat das ausgeschaut. Es war wirklich nicht schlecht. Ich mag diese Organic-Sache eigentlich sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe jetzt noch dieses Pink Sugar oder so. Das werde ich auch bald verwenden. Aber ich mag noch andere Sachen vorher aufbrauchen. Aber das hat so lange gebraucht, bis ich das leer gekriegt habe. Das hat so, so lange gebraucht. Eigentlich ist ja nichts Negatives, wenn wir mal ehrlich sind, aber nach einer Zeit ist es mir extrem auf die Nerven gegangen. Und gerade jetzt, wo es passen wird, geht es mir leer. Also das ist irgendwie, ja, blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Dann haben wir jetzt nur noch drei Sachen, dann sind wir schon wieder durch. Ich habe eine Probe aufgebraucht, die habe ich von der Vivi auch, glaube ich, gekriegt und die war richtig geil. Eigentlich wollte ich die vorher verschenken. Ich habe die nämlich auch aufgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Das war so ein... von Clarins eine Probe, ja, für, das heißt, V-Shaping Facial Lift Serum, ja, das war sowas von geil. Ich war vor kurzem, vor ein, zwei Monaten, glaube ich, war das, irgendwie das kühle Lippenstift löst sich auf, vor ein, zwei Monaten war ich auf der Clarins Schulung und die haben uns erklärt, dass man dieses, ich zeige euch das mal kurz von nahen, dieses V-Shaping Facial Lift Serum für hier verwenden könnte, um das Doppelkinn wegzubekommen. Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber es hat eine Weile sehr gut funktioniert. Das Ding ist nur, dieses Teil ist sau teuer. Deswegen würde ich mir das niemals nachkaufen. Aber es ist sowas von gut gewesen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen leichter war. Jetzt, wo ich es nicht mehr verwende, habe ich das Gefühl, dass es wieder so schlapp und nicht mehr so straff. Es klingt vielleicht voll beschissen, wenn ich das jetzt sage. Aber es war wirklich gut. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, dass es das ein bisschen weniger gemacht hat. Ich würde das so gerne mir nachkaufen in groß testen, ob es wirklich so ist. Die haben das nämlich extra für die koreanischen Frauen rausgebracht, weil die eben dieses Zellulite-Ding fürs Gesicht verwendet hat. Also ist uns so erzählt worden, die haben das nämlich fürs Gesicht verwendet und die von Clarins wollten das natürlich nicht, dass sie das machen und haben extra ein Produkt dafür rausgebracht. Und das gibt es bei uns in Europa trotzdem auch. Und ich bin echt am Überlegen, es ist ja nämlich Contouring Cream, Contouring Serum steht da drauf. Und es gibt ja eben so manche Sachen, die eben für diese schlaffen Konturen sind und das war eben dafür. Und eben als Tipp wurde uns gesagt, dass man das eben für Doppelkinn verwenden kann und ich fand das wirklich gut. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Jetzt natürlich ist es wieder ein bisschen mehr geworden, weil ich habe es jetzt schon lange nicht mehr verwendet, aber ich bin echt am Überlegen, ob ich mir das nachkaufe. Wirklich am Überlegen. Stolzer, glaube ich, kann ich gar nicht sein, wenn ich jetzt das euch in die Kamera halte. Ich habe
Parfüm aufgebraucht. Gleich zwei Stück. Es ist zwar dasselbe, aber ich habe zweimal dasselbe aufgebraucht. Das ist mein absoluter, absoluter Lieblingsduft von Calvin Klein. Jetzt, wenn ich ihn wieder rieche, würde ich am liebsten nachtrauen und will den wieder verwenden. Oh, ich liebe den. Ich zeige euch den mal nah an. Also, ich zeige euch den mal komplett. Ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, ich habe zu viele Videos schon gedreht. So sieht er aus. Das ist der Calvin Klein CK2. Ich weiß, die Verpackung ist mega hässlich. Das ist überhaupt kein Streitpunkt. Meine Cousine sagt doch, die Verpackung ist sowas von schier. Jedes Mal, wenn ich den mitgehabt habe, weil den habe ich zu Hause stehen gehabt. Den habe ich dann so aufbewahrt und habe ihn daheim lassen. Und den kleinen hatte ich in meiner Handtasche. Und ich liebe dieses Parfum. Ich habe auch das Duschgel auch noch davon. Ich liebe dieses. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie der riecht, aber ich liebe dieses Parfum. Das ist auch der, wo ein Inhaltsstoff drinnen ist mit Wasabi. Das habe ich mir gemerkt, weil ich fand das so geil, dass in einem Duft Wasabi drinnen ist. Ich liebe dieses Parfum. Das ist absolut mein Duft. Wirklich mein Duft. Ich habe den auch in der Arbeit verwendet. Und lustigerweise hat die eine Kollegin von mir immer gesagt, wenn ich ihn gerade gesprüht habe, hat sie immer gesagt, da riecht es nach dir bei den Spins. Jetzt rieche ich schon wieder so einen Mannknoten, das macht mich echt aggressiv. Das fand ich immer lustig, wenn sie gesagt hat, dass bei den Spins nach mir riecht. Das fand ich auch witzig. Ja, aber ich fand das Parfum fand ich so, so gut. So, so gut und das gibt es nicht mehr. Ich habe es beim Bieber noch gesehen. Dass die das noch haben. Es klebt Make-up da auf meinen Duft. Ich habe es beim Bieber noch gesehen, dass sie das dort noch haben. Aber ich habe jetzt noch so viele Backups. Und ich habe das in ganz groß auch noch, das Parfum. Das habe ich auch eine Zeit lang noch verwendet, damit ich den leer kriege. Weil den hatte ich in meinem Spind. Und da habe ich den großen dann angefangen, damit ich den leer bekomme. Und ja, ich liebe, liebe, liebe dieses Parfum. Das ist eins von meinen absoluten Lieblingen. Falls ihr nochmal wissen wollt, wie das heißt, das ist der CK2. Ich liebe es. Die Verpackung ist furchtbar hässlich, furchtbar. Aber der Duft ist so geil. Ich liebe diesen Duft. Ich könnte stundenlang jetzt euch davon vorschwärmen. Ich liebe dieses Parfum. Und leider gibt es das nicht mehr. Das geht mir so auf die Nerven, dass sie gerade immer meine Düfte auflassen. Das kann es doch echt nicht sein. Aber ich knall ich gerade dagegen. Ich fand den aber wirklich gut. Und ich finde es echt schade, dass der aus dem Sortiment gegangen ist. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich zeige ihn euch nochmal. Mein absoluter Liebling. Mein absoluter Liebling. Ich könnte ja. Der ist wirklich gut gewesen. Und ich finde es echt schade, dass ich den leer gemacht habe. Finde ich wirklich schade. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es sind extrem viele Sachen leer geworden, auf die ich so, so stolz bin. Wirklich stolz bin. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn ich da ein bisschen mit meinen Haaren rumspiele, weil ich da noch immer diesen Wirbel drin habe und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch dazu komme, ein Video zu drehen. Ich wüsste auch gar nicht, welches. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!